Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4 Remake. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Alles klar. Ja, das hatten wir ja eigentlich schon in der letzten Folge, aber ich war zu langsam. Zum See gehen. Diese Leute sind krank. Da sagst du aber, Leon. Die sind wirklich krank. So, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen hier erkunden. Nach Munition oder weiteres. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kraut. Herstellen. Das. Ja. Alles klar. So, haben wir denn sonst noch was weiteres? Windmühle, ne? Ja, die Windmühle ist, glaube ich, die hier. Oder war mal eine Windmühle, wie auch immer. So, haben wir denn irgendwas nicht mitgenommen, was wir hier hatten? Ach, guck mal, das hätten wir sogar schieben können. Stimmt. Naja, egal. Ich wollte ja schnell machen. So, da wollte ich ja schnell rauskommen. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr in dem Teil von der Demo. So viel ist schon mal sicher. So, hier haben wir auch noch eine Tür. Schauen wir mal danach. Auch wieder ein bisschen Peseten. Aber ich finde das auch geil mit den Koffern. Ne, dass die verschiedene verschiedene Fähigkeiten haben oder Bonis. Der eine bringt mehr Geld, der andere bringt mehr Munition. So, hier haben wir noch ein grünes Kraut. Also hier muss man wieder speziell suchen alles. Ich glaube, hier ist noch... Warte mal, da waren wir da schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Bin mir jetzt aber unsicher. Hier war jetzt noch ein Fass mit wieder ein bisschen Geld. Beseten. So, hier haben wir auch noch was. Sind Schränke, da ist zum Beispiel nichts drin. Ah, eine Handgranate, sehr schön. Ich würde gerne mal wissen, was der Dings gegeben hätte. Der, sag mal schnell. Der, ach, Kettensägen-Typ. Hätte der vielleicht uns den Schlüssel gegeben? Ich weiß es nicht. Falls ihr das wisst, könnt ihr ja, wie gesagt, gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ob das so ist oder nicht. Ah, guck mal hier. Hier war auch noch was. Rohstoffe, ah. Ja, das sind die Sachen auf jeden Fall, die wir brauchen, um Munition herzustellen. Aber ich würde sagen, ich mache das noch nicht. Guck mal, hier gibt es auch noch einen Weg. Ah, nice. Auch cool. Verseten. Weil, wie gesagt, nachher brauchen wir die für andere Munition. Na, man weiß ja nie bei dem Spiel. Oh, hier haben wir auch noch was. Keine Chance. Ist zu, okay. Hier kriegen wir noch ein braunes Ei. Ah, okay. Ah, alles klar. Das ist ein Gang mit Ashley. Okay. Da kommen wir nur hin, wenn wir Ashley haben. Ja, hier, genau, den Schlüssel meine ich. Oh ja, den kriegen wir später. Ich weiß es nicht. Krass, ey. Das hätte ich jetzt, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass da noch einer kommt. Krass, krass. Alles klar. Ja, ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Wir gehen noch mal dahin. Gucken, ob da noch etwas ist. Munition oder so. Man weiß ja nie, ne? Munition kann man ja immer gebrauchen. Ne, hier haben wir grünes Kraut. Also Kraut. Ah, krass. So gesehen kommt man da auch nur einmal hoch, ne?
So, sind hier noch welche? Nee, okay. Oder? Werden wir ja sehen. Wir gehen erstmal durch diese Tür. Pistolenmunition. Jetzt haben wir hier nichts. Haben wir hier noch etwas? Sieht auch nicht so aus. Ja, immer schön alles erkunden, würde ich sagen. Wichtig, wichtig. Richtig und wichtig. Rubin. Ach, guck mal, da haben wir doch den ersten Schatz, glaube ich. Sehr schön. Okay, da geht's nicht weiter. Alles klar, dann gehen wir mal hier weiter, würde ich sagen, ne? Das ist die Windmühle. Okay, hier ist keiner, alles klar. Rohstoff haben wir hier. Was zum Speichern. Das nehmen wir jetzt nicht. Ich schleich erstmal ein bisschen. An die schleichen wir uns jetzt erstmal an. Ah, gucken wir mal. Vielleicht können wir noch welche schleichend erledigen. Immer schön schleichend erledigen, Leute. Ist hier sonst noch was? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ist hier noch etwas? Nee. Okay. Was ist das denn? Ach, sind da die Teile zum Abschießen wieder? Jo, das sieht nämlich so aus, ne? Dass das die Teile wieder sind zum Abschießen. Aber wenn hier mehrere sind, oder? Kann mir aber auch täuschen. Ne, da ist auch einer. Ich glaube, die Dinger kann man wieder abschießen. Okay. Aber ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob ich die auch so erledigen kann. Geht nicht auf. Okay. Oder muss die selber rauskommen? Ja, die Dinger muss man abschießen, locker. Was ist das denn? Ah, okay, da braucht man wieder so einen Schlüssel.
Ja, mein grünes Kraut. Kommt man denn dann da rein? Ach, von der Seite ist auch noch eine Tür. Verschlossen. Hm. Okay. Mysteriös auf jeden Fall. Aber die Dinger sind zum Abschießen da, ne? Okay. Ja. 5 Stück sind das. Guten Tag. Angenehm. Günni, mein Name. Ha. Aber wenn das verschlossen ist, ne? Wie kommt man denn da rein? Oder kommt man da überhaupt gar nicht rein? Oder wirklich nur von der anderen Seite? Keine Chance. Ha. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln die jetzt erstmal, die Dinger hier. Was ist denn das Ding jetzt? Nummer 2. Haben wir die vielleicht auf der Karte irgendwo? Karte, ja, ja, ich weiß. Wegschrein. Ah, da oben ist noch einer. Ah, ich glaube, dafür ist das Ding hier. Ich glaube, wenn man alle auf hat. Ah, warte mal, da ist so ein Zettel. Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. Im Gottes Namen, kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillen beseitigen, die Fanatiker überall aufgehängt haben? Auftragt alle blauen Medaillons, zerstören Gebiet Bauernhof, Belohnung Spinell 3-mal. Ja, ist halt die Frage, lohnt sich das? Das ist halt die Frage, wo die anderen 2 sind. Sieht man die möglicherweise auf der Karte vielleicht? Ach, da! Ah, lol, man sieht die sogar. Das ist ja schön. Das ist ja sehr gut. Aber es ist halt die Frage, wo genau der hier sein soll. Wahrscheinlich hier, ne? Wartet. Nee. Da, wo der Wegschrein ist, soll er sein, okay. Okay, dann suchen wir erstmal den anderen. Er müsste hier irgendwo sein. Hier drinnen irgendwo? Ja, hier irgendwo, ne? Ist der... Da oben. So, ein noch. Der andere ist in der Nähe vom Wegschrein. Da ist er. So, alle 5. Und jetzt? Wem muss man das abgeben? Oder muss man das beim Händler? Also, das ist mir jetzt...
Ja gut, ich kann mir gut vorstellen, dass... ja, hier braucht man einen Schlüssel oder so. Ja gut, dann kann ich mir nur vorstellen, dass wir hier... ja. Schießpulver. Ah, hier geht's weiter, okay. Das hört sich an wie C4. Oh, yo. Krass, krass. Ja, hier geht's hoch, genau. Hier haben wir noch Kräuter. Ah, gelbe. Ja, gelbe geben wahrscheinlich auch Dings, ne? Diese Mischung aus einem grünen, gelben und roten Kraut stellt fast dreimal so viel Gesundheit wieder her wie ein grünes Kraut und steigert die maximale Gesundheit. Ja, das ist immer sehr nice. Ne? Sehr schön. Ich würde sagen, wir benutzen mal die Eier. Oder sonst noch was? Irgendwo hier. Wie gesagt, ich gucke lieber zweimal nach. Ob hier noch etwas ist. Aber sieht nicht so aus. Aber ich gucke hier noch einmal kurz. So, und dann gehen wir mal hier hoch, ne? Du sollst hier hoch. Wenn dann schon, Leon. Ah, okay. Zahnräder haben wir hier wieder. Flintenmunition, sehr schön. Okay, wo geht's hier lang? Ich guck mal. Aha. Bis hier. Ach, guck mal. Aha. Ah, okay, da geht's wieder dahin. Ach, guck mal. Hier sind wir doch. Sag nicht, die kommen jetzt. Oh, yo. Wir sind hier. Was ist das denn für ein Dingen? Ach du grüne Neune. Die sind ja ganz neu. Die Burschen. Nachladen habe ich vergessen. Ach, du grüne Neune. War alle platt? Ja, da gebt mir eure Sachen mal hier.
Ja, sieht so aus, aber alle platt haben, ne? Boah, aber das große Ding, ey. Küchenmesser, okay. Holzzahnrad, da brauchen wir wahrscheinlich. Aber krass, ne, Leute? Geht nicht auf. Mhm. Ja, okay. Deswegen war das verschlossen, alles klar. Hier haben wir noch einen Rubin. Aber Magic, muss ich sagen. Wie gesagt, die Dinger, ey, die waren heftig, heftig. So, das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir mal wieder hoch. Nehmen wir das Zahnrad, ne? Genau, da kommen wir wieder dahin. Ah, okay, hier ist auch noch was. Ah, guck mal. Hier haben wir auch noch was. Weinkanne. Ah, okay. Schätze kombinieren. Ah, okay. Da brauchen wir die Rubine. Alles klar. Ein bisschen Geld kriegen wir dafür. Ah, okay, dann sind wir wieder hier. Okay. Ja gut, dann müssen wir wieder hoch. Dann müssen wir wahrscheinlich das Zahnrad einsetzen an der Windmühle. Aber die Dinger, ne? Also, boah, spektakulär die hier, Leute. Genau, hier müssen wir das einsetzen jetzt. Da siehst du, hätte sowieso nichts genützt, wenn wir daran gezogen hätten. Okay. Ah, okay, hier geht's weiter wieder. Aber wer weiß, wie lange das Kapitel jetzt noch geht, ne? Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt hier rein. Oder wie auch immer. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, das war's aber mit dieser Folge. Wir kamen zwar jetzt nicht weit, aber ich muss sagen, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu erkundigen. Ja, zu erkunden. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt in der nächsten Folge. Ich werde auch direkt hier abspeichern. Letzte Folge ging eine halbe Stunde. Jetzt geht es ungefähr, ja, 23 Minuten, sagen wir mal. Der müsste eigentlich reichen. Dementsprechend, ja, wie gesagt, viel Erkundung hier. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange tschüss und bis dann.